Jo, meine lieben Freunde, heute begrüße ich euch zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal im LS22. Heute zeige ich euch den Lizard Blaster 200 1999. Und der, ich bin ihn vorhin schon mal so kurz Probe gefahren und der hat es mir richtig angetan. Am Ende seht ihr auch warum. Wir haben hier 60 PS, 9 Liter Benzin, 100 km/h, 884 Kilogramm und OTV. In der Standardausführung kostet dieses Teil 2750 Euro. Wir können hier die Reifenvarianten ändern. Da gibt es die großen Krallenreifen, die kleinen Krallenreifen, die OTV-Reifen und Standard. Dann haben wir die Fußstützen. Können wir Ja und Nein machen. Design haben wir. Das ist dann halt einfach hier diese Schlammschutz. Dann den Blasteraufkleber hier an der Seite. Dann das Ende auf dem Bankaufkleber, sprich hier. Dann haben wir den Lenkerschutz, also ist da einfach vorne so ein Ding dran. Dann haben wir das Schmiermittel, ja gut, das geht nur, wenn ihr die Mod auch aktiviert habt. Hauptfarbe kann man ändern, Felgenfarbe, Designfarbe, Sitzfarbe und die Felgenfarbe. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns dieses Ding einfach mal auf der Map an. Und dann fahren wir es Probe. Und die Verarbeitung bzw. Lackierung finde ich persönlich schon mal sehr fehlerfrei. Klar, man könnte jetzt die Farben auch umändern und so, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann setzen wir uns einfach mal drauf hier. Wir haben natürlich Licht vorne und hinten. Warnblinker haben wir nicht und Blinker haben wir auch nicht. Dann würde ich sagen, Hupe hat das Ding auch nicht. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal dieses wunderschöne Ding. Und jetzt hört auf jeden Fall genau zu, denn der Motorsound hat es mir übelst angetan. Und das war Motor an. Wie gesagt, der Motor hat es mir übelst angetan. Und jetzt machen wir den Motor nochmal aus. Weil das Ausmachen ist eigentlich auch ganz cool. Ja, ist halt. Ist halt normal, ne? Dann würde ich jetzt sagen, wir fahren dieses Ding einfach mal Probe. Und Bremslicht hat es natürlich auch. Dann biegen wir hier rechts ab. Und fahren jetzt einfach mal die gerade Strecke hier vor. Und ihr seht, Höchstgeschwindigkeit stimmt auch soweit. Und auch die Wendemöglichkeit ist ganz okay. Also klar, mit einem Quad habt ihr halt einfach nochmal eine komplett andere Wendetaktik als irgendwie mit einem LKW oder so. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Den Download-Link haue ich euch wie immer in die Beschreibung unten rein. Und zum Schluss würde ich sagen, gebe ich euch noch mal ein bisschen hier einen Motor-Sound-Check. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und somit bis nächstes Mal. Haut's rein, euer Michi. Ciao, ciao.